Ich würde mal sagen, der Kampf um 1,5 Millionen Euro ist eröffnet und beginnt mit diesem Spiel. Spiel 1 bei Schlag den Raab heute Abend heißt Luftballons und wir bauen das Ganze jetzt einmal kurz auf und dann erkläre ich euch direkt, was ihr machen müsst. Da seht ihr schon, das geht blitzschnell und ihr beide kommt jetzt bitte mit nach vorne. Vielen Dank fürs Hinstellen. Du kannst die Jacke gerne ausziehen. Ja, glaube ich schon. Das mach mal. Damit du nicht gleich wieder nachfragst, warte ich auf dich. Ist es aufpusten? Ist es mit Ich erkläre es dir, komm doch einfach zu mir. Und dann kannst du dich noch aufknöpfen und ausziehen, da freuen wir uns drauf. Also, das sind die Regeln. Ihr müsst bitte 5 Luftballons aufblasen und zuknoten. Ganz wichtig dabei ist, sie dürfen den Durchmesser, den ihr hier seht, nicht unterschreiten. Damit wir das ganz genau messen können, immer bitte mit dem Knotenpunkt nach unten. Nicht seitlich in den... Du darfst gleich anfassen. Und wir pusten den auf, knoten den zu und hängen den da rein. Genau. Und derjenige von euch beiden, der das als erstes schafft, 5 Stück hintereinander aufzupusten, der gewinnt das erste Spiel. Schauen Sie sich das mal an, meine Damen und Herren. Was wird Ihnen nicht alles geboten in der Jubiläumsausgabe? Aber das lässt du so, ne? Oder kann ich mir ein Wasser da hinstellen? Ja, kannst du gerne. Aber du ziehst jetzt nicht zu jedem Spiel ein Kleidungsstück aus. Darf ich einmal anfassen? Du darfst einmal anfassen, du auch, Stefan. Und ihr dürft euch auch welche rausnehmen und an die Seite legen. Sollte ein Luftballon platzen, den ihr da schon reingelegt habt, müsst ihr den wieder aufblasen und ersetzen, okay? Guck mal, taktisch macht ihr da... Habt ihr ein Sauerstoffgerät oder so? Der haben wir auf jeden Fall hinten. So, stellt euch bitte hier hin und dann legt die los. Moment. Ja, du darfst das auch noch. Natürlich noch hier die Luftballons hinlegen. So. Ne, denk nochmal dran, nicht quer reinlegen, sondern mit dem Knoten nach unten. Auf mein Kommando geht es los. Auf die Plätze. Von hier aus? Von der Seite her? Von der Seite. Auf die Plätze, fertig, los! So, dann schauen wir mal, wer ein ordentliches Lungenvolumen hat. Und wir sehen schon, es muss kräftig aufgepustet werden, damit die auch wirklich da hängen bleiben. Ja, und da hat er einen Fehler gemacht, Jill. Vorher testen, junger Mann, vorher testen. Also, da muss schon ordentlich was rein. Dann kommt sicherlich auch auf die Geschwindigkeit beim Verknoten an. Und Raab nur noch mit T-Shirt am Oberkörper macht das gut. Ja, das ist jetzt schon mal das Verknoten. Kennen Sie doch auch von Kindergeburtstagen. Ne? Mist, wenn die Kleinen das immer wollen, dass man die ganzen Luftballons aufbläst. Und dann bricht man sich bald die Finger. Aber vorher ist die Lunge gefragt. Und da arbeitet der ganze Körper mit, der ganze Brustkorb. So, Stefan führt hier. Ja, ja, die Finger, ne? Die Finger. Wohl dem, der Metzger ist. So, also er hat den Vorsprung durch diesen Patzer von Jill am Anfang, als der sich nicht orientiert hat, ob er genug Luft reingeblasen hatte. Und dann ging das Ding eben durch den Ring und blieb nicht hängen. Raab, ja, das ist komfortabel. Das ist komfortabel, was er da an Vorsprung hat. Also im Normalfall, wenn er jetzt was macht. Ach, jetzt bläst er 2 auf. Sensationelle Technik. Jetzt bläst er 2 auf einmal auf. Aber ob das funktioniert? Nee. Raab muss nur noch verknoten, dann hat das. Aber links da, sensationell. Jill mit neuer Technik, aber Raab gewinnt. Willst du erstmal ein Stückchen treten? Aber setz dich da hin. Ist doch viel einfach. Jill, komm bitte mit. Ja, Mensch. Boah, da habe ich froh, dass er am Anfang gepatzt hat. Ja, woran lag's? Ja, hast du dich verschätzt? Ich habe gestern nicht mal Vollgas gegeben, aber wenn du Vollgas gibst, bist du, kommst du echt nah an die Bewusstlosigkeit. Nein, ich habe mich verschätzt. Einfach verschätzt. Ich habe gedacht, das reicht. Ich puste mal auf den Geburtstag von meinem Sohn die Luftballons auf. Ja, und da war ich immer im 10er-Takt drin. Ne? Immer 10-mal pusten und dann rein. Und am Ende 2 sogar. Hast du das schon mal geschafft? Ich hätte es schaffen müssen, ja, aber ja, es hat trotzdem nicht gereicht. Theoretisch kann es nicht klappen, weil kommt ja die gleiche Luftmenge, verteilt sich ja auf 2. Deswegen habe ich das entspannt nach Hause gepustet. Und das bedeutet für den Punktestand nach Spiel 1 folgendes. Stefan geht mit 1:0 in Führung.